So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil dieses Watch Dogs 2 Videos. Watch Dogs 2 ist ein Titel von Ubisoft aus dem Jahr 2016, wo es um Hacker und staatliche und Konzernüberwachung, soziale Netzwerke und dergleichen geht. Wir spielen hier Markus, Codename Retro. Wir befinden uns an einer der Sehenswürdigkeiten von San Francisco. Ihr seht da in die Bay Area. Ich hatte im letzten Video, in dem vorangegangenen Video schon ein bisschen erklärt, anhand des Intros und wer ist diese Hackertruppe, was treibt sie an und so. Schaut euch das gerne an, wenn euch das näher interessiert. Das will ich jetzt ja nicht alles wiederholen. Der Anlass ist ja ein bisschen, dieses Video zu machen, dass wir ja gerade auch am Ukraine-Krieg sehen, wie soziale Netzwerke halt gebraucht werden, um verschiedenste Inhalte an den Mann zu bringen, an die Leute zu bringen, von staatlicher Seite. Aber es gibt ja auch viele Entwicklungen wie TikTok, wo die Leute halt meinen, nur Spaß zu haben, aber gleichzeitig halt irgendwie chinesische Konzerne dahinter stehen, die das Ganze verknüpfen mit Social Scoring und dergleichen. Das heißt, Propaganda, Einfluss, soziale Netzwerke, Tech-Konzerne, das ist alles das, was dieses Spiel so interessant macht, halt auch aus historischer Perspektive, weil es ja nun auch schon ein Schickes bisschen Handy. älter ist. Und vieles Werner, von dem, bis was zum hier. Teufel. Ja, nein! Damit! Nein! Lassen Sie mich! Scheiße! Na, reizend. Man kann tatsächlich hier dann auch anfangen, sich zum Retter von Recht und Ordnung aufzuschwingen. Dem armen Kerl ist gerade das Handy gestohlen worden. Und in dieser komplexen Spielwelt hat er sich das jetzt halt gegriffen und ist damit abgehauen. Kann einem auch passieren, dass man da attackiert wird. Zu Vorführzwecken bin ich jetzt nicht bereit, hier in eine große Verfolgungsjagd einzutreten. Ja, was die Song-Sneak hier angeht, ich habe im letzten Video schon gesagt, aus Copyright-Gründen, damit YouTube mir nicht dieses Video sperrt, habe ich die Songs und die ganzen Playlists deaktiviert jetzt hier. Es ist halt ein bisschen schade, weil die Spielwelt sehr davon lebt, in diesen Watch Dogs-Teilen, dass man die Musik auch hat, als atmosphärische Untermalung, je nachdem, was für einen Stil man hat. Und diese App, die eben aufgeploppt ist im Handy, die sorgt dafür, dass man das detektieren kann, die Musik und dann halt in dem eigenen MP3-Store hinzufügen kann. Wie fühlt es sich an, blöder als blöd zu sein, hä? Das Sieht musst du aus ja wie wissen, von ich Nerven. weiß das nicht. Manchmal ist es so, dass man das Spiel lädt und die Leute sind alle unglaublich angepisst und aggressiv. Manchmal ist es so, dass sie einen, sogar wenn man sie umrempelt, noch, dass sie sich bei einem entschuldigen. Das ist sehr interessant, wie dieses Spielsystem halt in großer Komplexität sich dann halt auch selbst verselbstständigt. Ja, ich muss ja jetzt nicht all das nochmal wiederholen, was ich letztes Mal gesagt habe. Diese Reihe Quickshots sind ja Videos, die historische Perspektiven aufmachen, die so eigentlich noch nicht wirklich untersucht werden und auch so noch nicht auf der Rechnung sind von vielen, die als Historikerinnen und Historiker daran arbeiten, an Videospielen oder auch an Didaktikerinnen und Didaktiker. Aber ich glaube, wo halt auch vielen Spielerinnen und Spielern und überhaupt Geschichtsinteressierten nicht so richtig bewusst ist, was hier eigentlich alles drinsteckt in diesen Spielen. Man kann hier, jede dieser Personen hat irgendwie ein eigenes Leben und läuft herum und hat Vorlieben und man kann ihre IT manipulieren, wenn man es denn will. Das heißt, das wären so die Zielgruppen, ne? Geschichtsinteressierte, Historikerinnen und Historiker, Didaktikerinnen, Lehrerinnen und Lehrer, die das mit ihren Schülern thematisieren wollen, den rate ich natürlich auch gerne dazu. Schaut mal die Videos an, die ich hier mache und ja, zeigt die euren Schülerinnen und Schülern, thematisiert sie, baut sie in euren Unterricht ein. Ja, in der letzten Folge sind wir ja so ein bisschen eingestiegen, was die Hackertruppe angeht, was das Szenario angeht, warum sie sauer sind auf diese Tech-Konzerne und was sie selbst anstellen, um Follower zu generieren. Da wartet er jetzt. Ist immer ein bisschen riskant, hier über die Straße zu gehen. Ich würde sagen, wir erkunden jetzt einfach mal so ein bisschen die Bay Area hier, sprechen mit ein paar Leuten. Was hat er denn hier zum Beispiel zu erzählen? Hast du den WKZ-Bericht über Oakland gestern Abend gesehen? Unfassbar, was da für eine Gewalt herrscht. Okay, das heißt Statements zu den Stadtteilen von San Francisco. Man findet hier am Coit Tower
zum Beispiel eine Tafel hier war es irgendwo. Jetzt ist natürlich gerade Nacht und wir haben auch einen Tag-Nacht-Zyklus und Wetter wird hier auch simuliert und ihr seht Wind und so auch. Hier sind die berühmten Papageien, die hier oben auf dem Hügel wohnen. Und man kann ein bisschen was zur Geschichte des Turmes sehen. Alles funktioniert über diese Handy-Geschichte. Das heißt, das Spiel nimmt es sehr ernst, das Ganze möglichst immersiv zu machen. Das heißt, wir rufen hier unser Handy auf und machen damit das meiste in der Stadt. Wir gehen das einfach mal einmal durch. Wir haben hier die Noodle Maps. Das heißt, wir haben hier so eine Art Google Maps-Variante, mit der wir die ganzen Aktivitäten finden. Die lilanen sind Multiplayer-Aktivitäten. Das heißt, auch das wird hier sehr ernst genommen. Dieses Spiel ist zwar eine Singleplayer-Erfahrung, aber ununterbrochen gibt es Spielerinnen und Spieler, die in deine Spielerfahrung eindringen. Das heißt, auch das ist, und man ist nie alleine und man kann sich dann entscheiden, will man das machen oder will man das nicht machen. Manchmal wird man sogar selbst zum Ziel von solchen Geschichten. Und das sorgt natürlich dafür, dass es eben ja ein sehr seltsamer Hybrid ist aus verschiedenen Formen, also Multiplayer- und Singleplayer-Erfahrung. Es gibt hier Fahrdienste, man kann Autos sich besorgen und da freischalten, um sie halt zu bestellen, je nachdem, was man da mag. Es gibt unterschiedliche Arten von Läden, also zum Beispiel hier dieses Plainstock. Sieht irgendwie ein bisschen so H&M-mäßig aus. Wir hatten hier hinten im letzten Video diesen Bike-Shop. Da kann man dann halt eben auch versuchen, sich einen Kleidungsstil zurechtzulegen. Ja, man kann dann in diesen Läden sich herumziehen. Ich weiß gar nicht, ob ich mich jetzt aktuell umziehen kann. Ja, wahrscheinlich nicht. Ich bin ja nicht im Laden. Aber ich habe da einige Klamotten schon gekauft, weil ich das halt schön finde, zu unterschiedlichen Tageszeiten unterschiedliche Klamotten zu tragen. Mancher mag das langweilig finden oder überflüssig. Ich finde es passend, wenn man sowas rollenspielmäßig dann halt anpasst. Also so wie zu Noodle Maps, das nutzt man zur Aktivierung, also zur Navigation durch die Spielwelt. Man sieht, diese Spielwelt ist auch ziemlich groß. Wir sind jetzt hier oben auf dem Turm. Hier ist die Golden Gate Bridge. Hier ist, glaube ich, Alcatraz. Naja, und hier sind halt andere Stadtteile. Hier drüben ist dann Oakland irgendwo. Genau. Und hier ist Silicon Valley mit den entsprechenden Firmen. Hier gibt es halt auch einen Hackerspace, wie den wir schon kennengelernt haben, wo sich die Gruppe trifft. Da, wo man das schon entdeckt hat, findet man dann eben auch auf der Karte verzeichnet. Quasi, wenn man selbst Dinge eingepflegt hat bei Google Maps, findet man dann halt diese entdeckten Sachen, die man da gefunden hat, die man auch bergen kann. In dem Fall ist es halt für die Forschungs-App und die Forschungs-App sorgt dafür, dass man mehr Fähigkeiten hat. Ich hatte im letzten Video erzählt, dass diese Follower da oben dafür sorgen, dass, also wir haben jetzt hier halt schon eine ganze Menge Follower zusammengetragen, dass quasi die Rechenpower dieser Hackertruppe steigt. Das steckt hinter der Idee, diese App, die sie da veröffentlicht haben, sorgt dafür, dass man kompliziertere Missionen machen kann unter Zuhilfenahme des Bot-Netzwerks, das die Rechenpower dieser CityOS-Überwachungsanlagen mit benutzt. So vielleicht kurz zusammengefasst. Wo wir gerade bei der Forschung waren, das Forschungssystem kann man hier halt auch rufen. Ich habe jetzt hier schon ein bisschen was freigeschaltet. Also bei der Kampfexpertise zum Beispiel besseres Nachladen. Was lustig ist, sind halt auch so Dinge, dass man Fahrzeuge, also Tore auslösen kann, dass man Dampfleitung, also Fernwärmeleitung explodieren lassen kann und damit halt, wenn man verfolgt wird von konkurrierenden Hackergruppen oder halt auch von der Polizei, weil man zum Beispiel für Aufsehen gesorgt hat, weil man irgendwo ein Rechenzentrum infiltriert hat oder so, dann wird man verfolgt. Das ist so ein ähnliches Verfolgungssystem wie halt auch in Grand Theft Auto und ja, kann dann eben mit diesen Spielereien quasi übers Handy, über das ganze smarte Netz in der Stadt, das ja dieses CityOS-Netzwerk ist, also alles ist vernetzt, die Umwelt manipulieren. Und wenn man da geschickt ist, also nicht so wie ich, sondern mal geschickter ist, kann man halt auch während Verfolgungsjagden dann eben Gegner damit abhängen und die Polizei notwendiger, also vielleicht auch in die Irre führen, Kreuzungen manipulieren und für Unfälle sorgen. Es ist nicht alles also nur friedlich und lustig, sondern es sind halt auch ernste Gefahrensituationen. Aber andererseits ist es halt, wenn man dies hier sieht, halt auch ganz lustig, was ich freigeschaltet habe, dass man
diese Roboter, die gerade in Silicon Valley halt rumfahren, halt benutzen kann, um, das sind auch Überwachungsdrohnen quasi, diese Roboter, um damit halt irgendwie ja, Ablenkung zu machen und Wachen an entscheidenden Punkten zu desorientieren. Fahrzeughacks, da ich halt auch sehr gerne in der Stadt rumfahre, habe ich mir dann halt auch diese Möglichkeit besorgt über dieses Freischaltsystem Fahrzeuge ohne Alarm. Also teurere Autos haben einen Alarm, der dann losgeht, wenn man sie stehlen will. In dieser Spielwelt ist es halt so, dass man entweder sich vorher gekaufte Fahrzeuge an den Straßenrand bestellen kann, und zwar mit dieser Auto auf Abruf-App. Nun muss man die alle nach und nach kaufen. Und es ist halt gerade am Anfang sehr langwierig, wenn man dann immer darauf wartet. Also ist es halt sozusagen ungeschriebenes Gesetz in dieser Spielwelt. Wir können das jetzt ja mal bestellen hier. Dass man sich einfach bedient. Widerspricht natürlich echt dem Robin Hood-Ansatz. So, wir haben auch eine eigene Farbe freigeschaltet und können dann halt dieses Auto gleich benutzen. Vielleicht nochmal zu diesen anderen Apps. App-Laden ist halt quasi wie der Google Store oder wie Apple Store, wo man sogar die Einstellung findet, die Spieloption findet, also wirklich sehr immersiv gemacht. Musik, wie gesagt, kann ich nicht zeigen. Wir haben aber diese DedSec-App. Das ist die App, um die es eigentlich geht, die sie entwickelt haben, die sie aufgespielt haben. Dort kommen halt Online-Aufträge rein, wie diese Maßnahmen hier. Dass man zum Beispiel jetzt ein experimentelles FBI-Fahrzeug stiehlt oder hier Umeni ist ein Sicherheitskonzern, der mit CTOS zusammenhängt, dass man da die Server stiehlt und so. Und dann gibt es halt eben die Singleplayer, die orangenen Aufgaben. Und wir werden jetzt einfach mal gleich eine von diesen Aufgaben machen. Zum Beispiel geht es hier darum, dass ein Geldautomaten-Exploit genutzt wird, um Menschen Geld auszuzahlen. Das könnten wir gleich nochmal machen. Und hier geht es darum, dass ein Pharmakonzern Leute entlässt nur wenn in ihrer Suchgeschichte irgendwas, also in ihrer Browsergeschichte irgendwas mit DedSec erscheint, also dieser Hackertruppe, die sich hier gegen das System auflehnt und damit halt Leute ihren Job verlieren und das können die nicht auf sich beruhen lassen. Eine andere Mission war beispielsweise, dass sie in einem Stadtteil herausgefunden haben, dass ein Stromkonzern die elektronischen Stromzähler manipuliert und mit Faktoren versieht, sodass die Stromkosten höher werden. Ist ja auch eine reale Gefahr. Bei uns werden halt auch zurzeit die Zähler ausgetauscht und werden durch elektronisch ablesbare Zähler ersetzt. Die Konsequenz dieser Hackertruppe war jetzt nicht, die elektronischen Zähler zu zerstören oder so, sondern man hat dann einfach den Faktor auf 0,8 gesetzt. Das heißt, die Leute haben schlichtweg 20% Rabatt bekommen. Das heißt, das muss man so ein bisschen sich reindenken, verstehen die dann halt auch unter guten Taten. Das hier ist noch ein, ja, das ist eine Versicherung. Die Versicherung erhöht willkürlich die Beiträge bei Leuten und hier geht es darum, dann in so einen Server einzudringen. Aber ich will euch jetzt nicht nur diesen Kram zeigen, sondern eben vielleicht mal ein paar Missionen. Also, ich will nur, dass verständlich wird, dieses Spiel versucht, diese Stadt zu bauen, mit den ganzen Sehenswürdigkeiten, mit Menschen, die darin leben, mit den Sehenswürdigkeiten und Personen und bestimmten Typen von Personen, die hier rumlaufen. Und gleichzeitig halt eben diese Parallelwelt über dieses Handy, wo man eben diesen Zugriff über das Handy hat. Achso, ich habe jetzt gar nicht zu Ende geguckt. Ja, für die Online-Aktivitäten gibt es dann halt noch Bestenlisten. Es gibt dieses Song Sneak, hieß das. Song Sneak ist letztendlich diese App, mit der man Musik dann sich angucken kann. Wie auf jedem normalen anderen Handy hat man dann hier halt von meinen Rundfahrten sozusagen die Bilder. Ich finde das halt auch ganz lustig, dass man so bestimmte Sehenswürdigkeiten dann ablichtet. Hier sieht man zum Beispiel, was ich im letzten
Video erwähnt habe von Cetara, eine dieser Plakataktionen, wo man ihr geholfen hat, das an ein Sicherheitsdienstgebäude ranzukleben. Hier auch. Ja. So, und weswegen ich hier oben eigentlich angefangen habe, fällt mir gerade ein, ist ja, dass ich eigentlich mit dieser Scout-App euch mal zeigen wollte. Haben wir den digitalen Kaiser hier gerade? Oder ist er nicht da? Achso, vielleicht soll ich das nutzen. Wo ist er denn? Ne, ist um die Uhrzeit nicht da. Ja, das heißt, es gibt halt auch Tagesabläufe und die Figur, die halt so typische San Francisco-Sehenswürdigkeiten sind. Also dieser... Ich gehe nochmal in die App. Dieser digitale Kaiser, der dann da rumläuft. Weiß nicht, ob es auch in der US-Version der digitale Kaiser ist. Der arbeitet keine Nachtschicht, steht da drunter, aber der Quake Tower ist ja noch in der Nähe. Und den kann man dann ablichten. Mit dem eigenen Konterfei davor. Ein schönes Bild davon machen. Und das Ganze wird dann halt postwendend gepostet bei... Oh mein Gott! Ups. Oh, Entschuldigung. Bei dieser Scout-App. Sollte er eigentlich? Vielleicht funktioniert die Perspektive so nicht. Na. Schauen wir mal, ob ich da einen besseren Winkel hinkriege. Vielleicht liegt es daran. Naja, das ist ja nun auch nicht so besonders. Ich wundere mich gerade ein bisschen, weil eigentlich... Oder hatte ich die schon abgelichtet? Naja, ist ja... vom Prinzip her kann ich euch das ja auch so zeigen. Man hat dann halt diesen Newsfeed, wo man der gesammelten App-Gemeinschaft dann halt diese Sehenswürdigkeiten postet. Und dazu auch eine alberne Geste machen kann oder so. Und erhält dadurch auch Belohnungen, neue, also das ist dann wieder quasi ein bisschen Immersionsbruch, aber man erhält neue Belohnungen, die man dann als Gesten machen kann und ja, die dann dafür sorgen, das ist sozusagen das Konsistente an dem Ganzen, dass man durch diese besonders coole Community mit ihren Bildern von den Sehenswürdigkeiten neue Nutzer anlockt und über diese neuen Nutzer dann eben genau das macht, was man eigentlich den großen Konzernen vorwirft, dass sie eben diese Rechennetzwerke ausnutzen, um darüber Daten zu generieren. Und hier ist halt die Hackertruppe dabei, dann das Ganze gegen die Konzerne einzusetzen und rettet sich dann damit oder behauptet dann ja, man würde das ja immer in die Nutzungsbedingungen der App reinschreiben. Das ist so ein bisschen wie bei den Games-Konzernen, dass die halt in ihrer Eulers 30 Meter Papier reinschreiben und niemand das wirklich noch genau liest. Mal gucken, ob der Kaiser dann wieder da ist, dann könnte man nicht, aber vielleicht finden wir ja noch was anderes. Man kann sich hier halt endlos in diesen Spielwelten verlieren. Wir sollten aber jetzt mal, achso, man kann hier auch noch Multiplayer aufrufen und dann entsprechend Aktivitäten anbieten. Aber wir suchen jetzt mal hier, ups, Kopfhörer verhakt. Also die Hauptmission ist, Blumen zu erledigen, aber das ist halt zurzeit nicht machbar, weil wir noch nicht genug Bot-Ressourcen haben. Wir fahren jetzt einfach mal zu einem Geldautomaten und schauen dann mal, wie wir in den reinkommen. Im Normalfall würde jetzt halt auch Musik anfangen. Man sieht an diesem Auto jetzt ein bisschen, dass das sehr viel angenehmer fährt als... der kleine. Was jetzt? Hat er das jetzt doch wieder erkannt? Hä? Jetzt hat er den Coil Tower doch wieder erkannt. Das interessiert mich jetzt ja doch. Kann man den vielleicht so von hier fotografieren oder sowas?
Ihr seht, ich kann mich auch endlos verlieren. Ah, jetzt. Das heißt, durch dieses Bild haben wir nicht nur eine neue Stufe erreicht, sondern eben auch Follower gewonnen. Oh. Der hängt fest an unserem Auto. Wir haben damit von dieser Scout-App ein Ziel erreicht und man sieht auch, was uns das an Likes gebracht hat und so. Das heißt, das ist in sich konsistent, dass man damit dann halt neue Follower generiert, damit eine neue Stufe jetzt in diesem Bot-Netzwerk erreicht hat. Und bei den Belohnungen ist es eher zweitrangig. Aber ja, dass man halt diese ganzen Sehenswürdigkeiten von San Francisco dann nach und nach, also auch so lebendige Erinnerungsorte, ne? Also die Seelöwen am Pier, die Lombard Street, auch Kunst wie diese Malerei da. Und andere Malereien, also Kunst insgesamt halt in der Stadt, im Stadtbild wiederfinden kann und die dann ablichtet, dort postet und damit halt Rechenpower generiert. So, jetzt haben wir natürlich ganz viel Forschung wieder, aber das ist ja nicht unser Interesse. Wir fahren jetzt einfach mal los. Es gibt ein paar Einstellungsmöglichkeiten zu fahren. Ich benutze eigentlich immer diese Perspektive. So eine Perspektive unter dem Spoiler ist nicht so meins. Aus der Fahrperspektive auch nicht so richtig und das mir zu nah, also fahren wir hier lang. Okay, die Strecke ist jetzt ein bisschen weiter, glaube ich. Oh ja, wir müssen ganz auf die andere Seite rüber, ne? Man kann tatsächlich auch Boote nehmen, also überall am Hafen liegen Boote, denen man sich dann halt bedienen kann. Aber das muss ja nicht unbedingt sein. Ihr habt eben gesehen, dass eine weitere DedSec-Mission aufgeploppt ist. Diese DedSec-Mission kann man durch Gespräche mit Menschen in der Umgebung halt auch freischalten. Dann seht ihr, dass in der Nachbarschaft Konflikte auch zwischen Gangs stattfinden. Das ist natürlich auch, wenn man in den einzelnen Stadtteilen sich befindet, sind das natürlich auch Statements zu Armut, zu bestimmten Personenkreisen, die angeblich in diesen Stadtteilen vorwiegend sind, meinetwegen Hipster oder Menschen freier Liebe oder weiß der Teufel, was es da so gibt. Ihr seht, ich fahre jetzt mal ein bisschen so, wie ich normalerweise in diesem Spiel Distanzen hinter mich bringe. Ich hoffe, ihr könnt mich bei diesem Motor halt auch verstehen. Und ihr kennt dann halt auch den Unterschied beim Vergleich zu diesem Pickup, den wir da vorhin gefahren sind. In der Regel passt das mit den Lücken zwischen den Autos auch ganz gut, aber es kann natürlich auch sein, dass ich jetzt einen Riesenunfall produziere. Außerdem ist es immer ein bisschen schwierig zu moderieren und gleichzeitig Auto zu fahren. Fragt meine Frau, ich bin auch ein furchtbar schlechter Autofahrer. Aber ich will damit nicht sagen, dass ich ein aggressiver Autofahrer wäre. Okay, ihr seht, von der Lichtstimmung her ist das auch großartig umgesetzt. Ich hoffe, es verliert nicht allzu sehr durch das leichte Geruckel in der Aufzeichnung. Ich hoffe, dass nachher in der endgültigen Version des Videos das nicht so schlimm ist. Aber man verbringt hier tatsächlich auch eine ganze Menge Zeit mit diesem Fahren und mit dem Erkunden der Welt. Und ihr habt ja auch im Intro gesehen, oder in der Anfangssequenz gesehen, hier unten war ja die Stelle, wo sie alle gefeiert haben. Da kann man nachher das auch wieder aufsuchen. Die Person übrigens, die man da getroffen hat, die kurze Zeit das Handy in der Hand gehalten hat, ist eine der Technologiegrößen in dieser Region, also eine der großen Silicon Valley. Und das bekommt später auch eine große Relevanz in der Handlung. In Richtung Sausalito. Nochmal zur Erinnerung, wir sind jetzt auf dem Weg, um einen Geldautomaten unter Kontrolle zu bringen. Zu testen, ob dieser Exploit, ob der überall funktioniert. Ich habe glaube ich schon 4, 5 oder so übernommen. Oh. Jetzt gibt es hier einen Stau. Was war das? Was macht der davor? Oh oh. Manchmal gibt es so Aussetzer von der Gesamt-KI, wo man dann denkt, warum macht ihr das jetzt alles? Warum fahrt ihr ineinander und streitet euch? Und merkwürdig. In den soll ich nicht reinfahren, so viel Versicherung habe ich nicht.
Man sieht halt auch, die Autotypen sind nicht die unserer echten Welt sozusagen, aber man erkennt sie alle wieder. Also auch da ist ein interessantes Feld zu gucken, was sagt das über unsere Welt aus und wie abstrahieren die Spieleentwickler diese Spielwelt. Ich hatte ja erwähnt, dass es hier in diesem Video so ein bisschen auch um die Spielegeschichte geht, also von Watch Dogs 1 über Watch Dogs 2 jetzt hier bis hin zu Watch Dogs Legion geht die Reise ja von Chicago über die Bay Area bis nach London und insofern sind durch die Vergleiche dieser Spiele, vielleicht mache ich auch noch andere Videos mal dazu, auch verschiedene Zeitpunkte der Perspektiven der Entwickler auf diese soziale Netzwerke, Technologie, Blase ja, kann man da verschiedene Perioden der Entwicklung sozusagen sehen, je nachdem wie die das umgesetzt haben und auch in der Auswahl der Themen. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir da oben hinkommen. Irgendwie bin ich jetzt ein Stück zu weit gefahren, oder? Und parke ticketwürdig. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. In der Regel kommt man hier überall ziemlich gut durch, kann klettern. Deswegen zeige ich euch das ja jetzt auch. Ich hoffe, diese ganzen Schlieren, das Tearing ist jetzt nachher nicht so stark in der Aufzeichnung, wie es jetzt wirkt. Okay, irgendwo in diesem Gebäude oder hinter dem Gebäude muss der Zugangspunkt sein. Ist natürlich nicht alles irgendwie auf dem Präsentierteller, sondern Ziel des Spiels ist es halt auch da. Ah, da oben. Ich habe mir ein BH im Internet bestellt und ich bin echt sauer, weil die nie passen. Aha. Man sollte seine Maße angeben, aber es also auch da nochmal wieder ein kleiner Seitenhieb auf die Technologieblase. Die Größen, die man im Internet findet für die BHs, passen nie. Eine Erfahrung, die ich jetzt so noch nicht gemacht habe, aber mit Schuhen durchaus. Man hackt sich dann in diese Kontrollpunkte ein für die Mission. Also nicht immer. Es gibt halt unterschiedliche Arten. Kontakt aufzunehmen. Ja, und in dem Fall hat man jetzt halt diesen Auftrag gehabt, in diese, ja, Geldautomaten reinzukommen und hat die Spielen Kamera wir mal wieder Kontrolle. Geist im Bankautomaten. Carol, woher sollten die wissen, dass sie aus dem Laden sind? Ich backe doch so gut. Willkommen, Carol. Sieht Bankautomaten. Sorry, ja, ich bin in der Bank. Die glauben, das hilft. Mit 11 geboren. Interessante Information. Ich sage nur, die Aufsicht ist nicht ausreichend, mehr nicht. Willkommen, Mrs. Kwon. Wie kann ich Ihnen heute helfen? Und wenn du was für den Kuchenbazar für die Sportausrüstung backst? Nicht du, Carol, sorry. So sind sie nun mal, Carol. Sie herzlichen Glückwunsch, Mrs. Kwon. Die Einzahlung von $200 auf Ihr Konto ist bestätigt. Was? Ich habe gar nichts eingezahlt. Das waren jetzt Carol, wir. Dieses Ding hat mir $200 geschenkt. Wer beschwert sich? Herzlichen Glückwunsch. Als unser 1000. Kunde gewinnen Sie $1000 in Bar. Was? Das glaube ich jetzt nicht. Carol, das Ding hat mir 1000 Mäuse geschenkt. Was soll ich? Nein. Das Geld ist für mich. Nur für mich, Carol. Sorry, ich muss jetzt los. Ich muss mich dringend um einen Babysitter kümmern. Das heißt, Hacking ist hier auch, sagen wir mal, auf Tastendruck. Es ist jetzt nicht so, dass man an allen Ecken und Enden Code eingeben muss. Und auch durch diese Aktion, die man dann natürlich veröffentlicht als DedSec, kann man neue Follower generieren und schleicht sich hier halt sozusagen über die Dächer. Das ist halt schon beeindruckend, finde ich, technologisch, wie man nicht nur San Francisco, die Bay Area hier interpretiert, sondern wie man es auch begehbar und nutzbar macht und wie man interaktiv werden kann mit dieser Welt. Das ist das eigentlich Spannende daran. Ja, normalerweise kann man sich hier auch so die Zeit vertreiben und ein bisschen was angucken. Man hat über das Handy halt auch noch die Möglichkeit, so einen Detektormodus anzumachen. Man kann da meinetwegen, wenn man es dann möchte, Geld klauen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man den Menschen nicht helfen kann. Also in dem Fall war es jetzt so, dass wir Geld auszahlen können, aber wenn man im freien Raum in der Stadt unterwegs ist, kann man jetzt nicht
meinetwegen einem Mann, der obdachlos ist, Geld geben, sondern würde halt beim Hacken ihm halt auch Geld abnehmen. Aber vielleicht ist das technisch halt einfach nicht ganz so einfach zu lösen, dass das dann auch noch entschieden wird, quasi die moralische Frage. Aber man sieht ja, dass das Spiel moralisch sehr ambivalent ist. Glaube ich an das Schicksal. Weil man ja auch meinetwegen Autos sich einfach nimmt und im Rahmen des Spiels ist das ja sozusagen auch vertretbar. Also, oh, jemand hat mein Auto umgeparkt. Kann ja auch ein anderes Auto nochmal nehmen, um nochmal das Fahrgefühl deutlich zu machen. Man kann auch diese Yachten da nehmen, wir könnten das ja auch nochmal tun, nochmal mit einem Schiff übersetzen. Dann sieht man das Ganze nochmal seeseitig, was dazu führt, dass ich vielleicht nochmal eine Mission auswählen sollte. Das, also diese Nebenoperation, der letzte Dollar, ist ja das, was wir eben gesehen haben. Ja, wir könnten jetzt nochmal hier gucken bei Provi Blues. Wo ist denn das auf der Karte? Dann müssen wir sowieso wieder auf die andere Seite rüber. Okay, wir müssen das Passwort eines Provi Blue Angestellten beschaffen. Okay. Natürlich ist das Diebstahl und wir machen das in der realen Welt jetzt bitte nicht, ja? Und die sind ja alle auch nicht auf den Kopf gefallen. Es dient halt dazu, sich fortzubewegen in der Spielwelt. Was ist denn das hier? Ach, das ist eine... Mein guter Freund. Überfahrt, ich kann sehen, dass Sie am Segeln große Freude hätten. Könnten Sie sich vorstellen, Mon ami, über die Bucht zu gleiten, blauer Himmel, die Sonne scheint und in der Hand ein Glas des besten Champagners? Ich kann Ihnen so ein Leben bieten. Doch zuerst brauchen Sie ein Boot. Unterhalten Sie sich mit dem Gentleman hier. Ich vertraue darauf, dass Sie eine exzellente Wahl treffen. Mit welchem Gentleman hier? Mit ihm? Bei der Marin Segelregatta werde ich es allen zeigen. Hab meine Yacht neu lackiert. Okay, ne, offensichtlich nicht mit dem. Können wir hier hinten eine Yacht erstehen? Machen wir es mal ein bisschen legaler, als einfach nur hier rumzulaufen und Leuten ihre sauer verdienten Sachen wegzunehmen. Hallo, unsere Rennboot-Kollektion wird Ihnen gefallen. Oh. Okay. Solche Boote wollte ich jetzt aber gar nicht, so ein Segelboot. Das heißt, man kann hier tatsächlich halt auch an Aktivitäten teilnehmen, Autorennen, man kann sich verdienen, Geld verdienen, indem man Fahrdienste macht. Okay, dann setzen wir jetzt halt einfach mal über die Bucht rüber. Es ist ja nur ein Spiel, Leute. Regt euch nicht auf, dass ich ein Bootsdieb wäre. Aber die Frage ist natürlich auch rollenspielerisch interessant. Was von dem, was das Spiel einem bietet an Aktivitäten, möchte man denn auch bitte machen? Also ich erwähnte das vorhin, dass es ja einen Unterschied macht, ob man zum Beispiel nicht gewaltfrei, aber doch ohne tödliche Gewalt, die das Spiel bestreitet und es damit vielleicht auch gegebenenfalls etwas schwieriger hat. Oder ob man mit Waffengewalt und Schnellfeuergewehren alles mit Blut regelt, was ja durchaus auch möglich ist, was auch seine Schwierigkeiten hat, weil man natürlich dann die Polizei eher auf dem Hals hat, als man es heimlich macht. Aber tatsächlich kommt es ja ganz stark auf den eigenen Spielertyp an. Was ist man denn bereit zu tun? Was möchte man gerne tun in dieser Spielwelt? Wie möchte man sich kleiden? Will man lieber Boot fahren oder sich das hier schön aus dem Nebel rausschält? Oder will man Motorradrennen machen? Will man lieber am Strand abhängen? Will man die ganzen Nebenmissionen nicht machen? Will man nur Nebenmissionen machen? Interessiert einen die Haupthandlung eigentlich nicht? Gut, da kommt man irgendwann nicht weiter. Aber... Oh, gut, dann springen wir jetzt mal hier rein. Platsch. Wenigstens ersäuft man nicht wie in den alten GTA-Teilen. Ach, guck mal, das ist doch auch eine Sehenswürdigkeit hier, die wir uns nochmal angucken konnten. So müssen sich all die Schmuggler während der Prohibition gefühlt haben. Ich liebe ihn. Da leg mal los! Was sagst du zur aktuellen Lage der Nation? Wuff, wuff. Die Vielfalt unterschiedlichster Möglichkeiten mit der Spielwelt zu interagieren soll halt alles nur dazu dienen, diese Spielwelt so glaubwürdig wie nur möglich zu machen.
Ich dachte immer, diesen Wal kann man auch abwischen. Ich habe letztens diesen Film schauen, mal in der Scout gesehen. Der hat mich einfach irgendwie nervös gemacht. Der hat meine Frau nervös gemacht. Sind jetzt alle total besorgt deswegen. Auf einmal sind überall dagegen diese Flyer. Wir sind ja sowieso unterwegs. Müssen wir ein Stück weiter. Können wir noch ein Motorrad nehmen, wenn ihr mögt. Obwohl, mit denen habe ich so meine Probleme, die zu steuern. Um es auf den Punkt zu bringen, diese Spielwelt zu einem eigenen Spielplatz zu machen, sowohl in der physischen Welt als auch in der digitalen, ist der eigentliche Kern dieser ganzen Spielmechanik. Und sie kritisch zu reflektieren, ist Teil der Handlung. Und, oh, kann ich so durch. Ups. Okay. Und gut, dass es nicht so viel Schaden gibt. Und, ja, da ist halt dann die Frage, wie man sich selbst in dieser Spielwelt verhält und was man davon als gute Aktivität sieht und was man gerne machen möchte. Was mir halt fehlt, hatte ich ja, glaube ich, erwähnt, ist, dass man halt auch sich entscheiden kann, wie man reagiert bei guten oder schlechten Tagen. So, wenn ich das richtig sehe, sollen wir ihm Informationen abnehmen. Wir brauchen einen Zugangscode. Die Anschuldigungen waren begründet, Jim. Du hast im Privatkram der Angestellten herumgeschnüffelt. Oh, komm schon. Das war nicht wirklich privat. Wir haben im IT-Team einen hohen Standard. Du hast dir Tinas Privatnummer beschafft und sie angerufen. Das ist nicht okay. Das war nur ein harmloser Flirt. Komm schon, Bob. Lass mich... Sorry, Jim. Die Entscheidung ist gefallen. Deine Zugangskarte wurde deaktiviert, genauso wie deine Provi Blue Passwörter und der Zutritt zum Fitnessraum. No. Die Personalabteilung schickt dir deine persönlichen Sachen nach. Fuck. Tja, möglicherweise nicht derjenige, den wir brauchen. Cetara, du bist in Schwierigkeiten. Was? Der Provi Blue Typ wurde heute gefeuert. Sein Passwort ist wertlos. Ups, mein Fehler. Ha! Cetara verkauft faule Eier. Ich verlass mich hier auf dich, Mensch. Ich brauche aktuelles Zeug. Ja, tut mir leid, Mann. Okay, hier. Ich hab noch einen Provi Blue Angestellten. Ganz sicher? Ja, ganz sicher. Bist du wirklich, wirklich sicher? Fick dich, Marcus. Hol einfach das verdammte Passwort. Okay, wie ihr seht, klappt auch nicht immer alles gleich nahtlos. Nur weil man den richtigen findet, man muss halt auch schon ein bisschen in der Stadt herumsuchen. Und wenn man sich hier bewegt durch die Stadt, findet man halt auch nach und nach neue Missionen, neue Arten von Missionen, weil man den Leuten zuhört. Und sag mal, was macht die Polizei mit mir? Wollen Sie, dass ich Sie verhafte? Okay, ja, ihr seht, die KI ist manchmal auffällig. Das Signal, dieses Invasionsevent, was ihr da hinten seht, ist halt ein Multiplayer-Event. Das heißt, die Invasion ist dann halt, dass man entweder bei jemandem eindringt, also das ist eine Etage höher jetzt, oder dass jemand bei einem selbst eindringt und das wird schnell rabiat und dauert ein Weilchen. Da hinten sehe ich aber noch, was wir noch machen können, was eine andere Aktivität ist, die was Cetara angeht, die ja versucht aufmerksam zu machen auf DedSec und das mit Kunst zu verbinden. Das heißt, wir müssen da irgendwie hoch, oder? Sehe ich das richtig? Schauen wir mal, wie wir da jetzt hinkommen. Und soll ich da überhaupt genau hin? Oder ist das unter uns? Ich glaube, es ist über uns. Wir haben ja aber, da kann ich bei Gelegenheit ja die Drohne auch zeigen, die man zwischendurch auch aus dem 3D-Drucker gezogen hat. Ich glaube, sie möchte sie ganz bis aufs Dach hochfahren, oder? Aha. Oh, wir sind zu weit oben. Das heißt, wir wechseln jetzt erstmal auf diese Mission. Genau.
Und wir müssen also taggen, also hohe Aussichtspunkte mit unseren Logos taggen, damit Aufmerksamkeit erzeugt wird. Aha, ich hatte doch den richtigen Riecher. Man muss also da oben hin. Das heißt, ihr seht hier dieses Sicherungsterminal. Und wenn man jetzt hier nochmal guckt, da oben ein Fensterputzer-Fahrstuhl, den wir uns dann runterholen müssen. Jetzt ist nur die Frage, wie kommen wir da oben drauf? Es gibt zig verschiedene Möglichkeiten. Manchmal stehen in der Umgebung... Achso, vielleicht sollten wir auch die Drohne zurückholen, ne? Manchmal stehen in der Umgebung so Hebebühnen oder sowas, die man da hochfahren kann. Die sehe ich jetzt allerdings irgendwie nicht so richtig. Ach, hier können wir die Treppe benutzen. Warum Hebebühne, wenn... Nur kommen wir ja hier auch nicht so einfach rüber. Aber man sieht hier schon, hier unten ist eine kleine Klappe und hier ist auch eine kleine Klappe. Ich denke mal, da kommen wir mit unserem kleinen Roboterchen rein. Wir holen die mal zurück hier. Und dann brauchen wir da ja, können wir da ja so hochklettern. Da seht ihr auch einen der Nudelbusse. In San Francisco ist ja mittlerweile ein Riesenproblem mit diesen privaten Servicebussen, die meinen, an städtischen Busstationen andocken zu können, aber nur Google-Mitarbeiter zu transportieren oder nur Facebook-Mitarbeiter. Das ist tatsächlich ein Riesenprozess, weil die großen Konzerne sich da über Gesetze hinwegsetzen. Dann lasst uns mal gucken. Was ist da los? Wir müssen jetzt den Fahrstuhl freischalten. Der, bis er da oben ist. Der Fenster, achso, jetzt kann man es zu schlecht sehen. Oh nein. Da oben hängt er. Den wollen wir uns holen. Und deswegen gucken wir mal, wie wir durch den Lüftungsschacht kommen. Okay, das war ja einfacher, als ich dachte. Ist ja noch was anderes. Abzustauben irgendwie. Ja. Ist auch alles ein bisschen schwierig zu steuern. Okay, das heißt, mit diesem kleinen, ja, mit dieser kleinen Drohne können wir dann eben, ja, sie hacken und damit die Sicherheitssysteme umgehen und auch da ein bisschen Komfort, den Rückweg sparen wir uns und hacken uns jetzt dort hinein, um eben die Plattform abzusenken. Das heißt, alles ist in dieser Stadt vernetzt, alles ist manipulierbar, alles ist entdeckbar. Es ist halt ein Fest für Leute wie mich, die gerne Dinge entdecken. Es ist jetzt auch nicht so, dass es also mangelnde Abwechslung hat. Nach und nach intensivieren sich die Missionen, werden schwieriger. So, dann steigen wir da mal ein und fahren aufs Dach hoch. Komisch, dass das die Leute gar nicht interessiert, was wir hier machen, aber gut, wir sehen total aus dem Fensterputzer. Manchmal reagieren sie aber auch, rufen die Polizei, ja, schöne Aussicht machen für uns zu genießen. So. Schwindelfrei ist ja auch nicht so ganz so meine Fähigkeit. Und dann können wir Sitaras Kunstwerke ausbringen. Das ist doch gut zu sehen von der Brücke aus. Nicht wahr? Machen wir noch ein kleines Foto davon. Okay. Gut. Das sind halt alles die Nebenaktivitäten und je weiter wir aufsteigen, umso mehr Aktivitäten schalten sich frei. Also wir sind jetzt hier mit den Nebenoperationen wie gemalt. Wir können unerlaubtes Chaos stiften mit einer Online-Aktion. Wir können diese Server halt online angreifen oder manchmal sogar physisch in der Spielwelt zerstören.
Und eine der Hauptmissionen ist eben, ja, die sind dann halt komplexer. Das könnten wir ja nochmal machen. Dorthin fahren. Ach nee, jetzt sind wir ja davor. Ach, Mist. Wieso kann ich jetzt nicht raus? Okay, also es geht halt darum, diese Stadt zu erkunden, die Fahrzeuge dabei zu nutzen, den Personen in der Stadt auf den Zahn zu fühlen, Probleme der Leute, die man aufschnappt und vorbeigehen, zu erledigen und ja, am Anfang erstmal Aufmerksamkeit zu generieren. Seht ihr, das heißt, die Leute reagieren durchaus darauf, was man hier so macht. Und achso, guck mal, das ist gar nicht weit weg. Diese Kamerasymbol ist dann halt eine der Hauptmissionen. Jetzt habe ich natürlich hier kein geparktes Auto, was ich mir holen kann. Jetzt sehe ich wieder der Vorführeffekt. Jetzt habe ich auch vergessen, wo wir das Motorrad gelassen haben. So ein kranker Scheiß. Okay. Okay, das ist dann halt ein Fahrzeug, das man. Man sieht auch handschuhfach geplündert da oben. Ich finde das jetzt nicht so gut, dass man quasi hier so ein Gangster-Style an den Tag legt und den Leuten die Sachen dann aus dem Handschuhfach stiehlt. Oder vielleicht fällt das auch nicht mehr ins Gewicht, wenn man das auch nimmt. Das sind so Dinge, die ich meine, wo die Welt nicht ambivalent genug ist. Wo man sich dann eben nicht entscheiden kann, Dinge zu tun oder zu lassen. Und so ist halt das Generieren von Followern in diesen Netzwerken eine Ausrede oder eine Methode dafür, die spielerische Handlungsfähigkeit zu erweitern. Achso, hier war ja unsere eigene Garage. Ein Versteck von Ranch. Was zum Teufel ist hier? Was machen die hier alle? Hä? Wie gesagt, manchmal ist die KI interessant. So. Dieses Fahrzeug hat man einer Filmcrew entwendet. Ist so eine Art Knight Rider Kit Ding. Weil man sich provoziert fühlte, dass DedSec dort Thema war in dem Film und eben peinlich dargestellt wurde. Das heißt, schauen wir uns die Zwischensequenz nochmal an, bevor wir zum Fazit kommen. Hacker lieben Herausforderungen. Das heißt, sie rüsten das Fahrzeug jetzt mit einer echten KI aus und nicht nur mit der Film-KI. Leichte A-Team-Vibes gerade. Irgendwie hat. Habt ihr das gesehen, die Leute, die da durchgerannt sind? Die, irgendwas hat die KI gerade ausgelöst. Okay, Leute, dann legen wir mal los! Okay! Ah, fuck! Ziel ist es halt immer mehr Leute, auch über diese Aktion mit Filmfahrzeugen oder so, aufmerksam zu machen darauf, dass sie ihre Naivität verlieren, dass sie bewusst werden, was man mit dieser Technologie alles machen kann. Und so haben sie halt ein ferngesteuertes Fahrzeug. Whoa. Josh! Fuck ja, dann mal los! Und so gibt es halt einen Strang von Hauptmissionen, der diese Hauptgeschichte weiter erzählt, und über die Nebenmissionen lernt man sehr viel über die Stadt kennen und ja, das heißt, wo müssen wir jetzt die Mission anfangen? Kann auch sein, dass wir jetzt die Mission anfangen müssen. Komm schon, Marcus, spring rein, das Wasser ist toll!
Dann werdet ihr mich jetzt nochmal scheitern sehen, aber wir müssen langsam auch zum Ende kommen, weil wir haben schon 50 Minuten jetzt von der zweiten Folge. Immer hast du den ganzen Spaß. Oh yeah! Ich kann auch nur empfehlen, das mit einem Controller zu machen. Damals habe ich mir den Finger abgebrochen. Okay, alles ist vorbereitet. Als ich bereit? Und fertig? Los! Weißt du, was fehlt? Atmosphäre. Bin ich bereit? Zurück, Kiddies. Ich bin kein Normalo-KI-Auto. Mit Tastatur und Maus war das eine absolute Katastrophensteuerung damals. Ich kann mir am PC nur empfehlen, dafür sich ein Microsoft Controller dazu zu holen. Dann funktioniert das bestens. Alle Einheiten, verfolgen ein Fahrzeug. Es passt auf die Beschreibung des Cyberdriver-Autos. Wiederhole, es passt auf die Beschreibung des Cyberdriver-Autos. Jetzt haben wir dann aber die Polizei am Hals. Verarschen wir ihr einmal, Cops. Oh Mann. Aber George, in dem Auto ist kein Fahrer. Oh, George, du musst dringend zum Augenarzt. Heiliger Bim-Bam, in dem Auto ist kein Fahrer. Okay, seht ihr, die Fahrphysik ist nicht einfach. Und die Polizei ist auf Zack. Oh. Das Auto habe ich auch bald kaputt, wenn ich so weitermache. Es geht ja jetzt darum. Wir müssen ihn aufhalten. Was zur Hölle? Dieses ganze Rambazamba hier soll dazu dienen. Wir sind im Fernsehen. So schnell? Ruhm bedeutet mir nichts. Genau. Wir sind gleich vor Ort. Uns erreichen Meldungen, dass das Cyberdriver-Auto spektakuläre Stunts in der Stadt ausführt. Das einzigartige Auto sorgt für Aufmerksamkeit. Das ist vielleicht ein Marketing-Gag für den bevorstehenden Start des Action-Thrillers Cyberdriver. Wir können uns das Cyberdriver-Auto bei seinem Rennen durch die Stadt genauer ansehen und offenbar hat es keinen Fahrer. Das sollte der Filmfirma ja gefallen. Die Polizei verfolgt das Cyberdriver-Auto. Ich weiß nicht genau, wie lange wir das noch machen müssen. Was ist das? Ja, wir sehen ein Logo an dem Auto. Da steht DETEC. Keine Ahnung, wieso wir da gerade über irgendwas gestolpert sind. Echt hammermäßig! Woo! Cool. Es dürfte schwierig werden, die dann abzuschütteln. Das, was hier aufleuchtet, sind dann eben so Maßnahmen, wo man die Polizei abschütteln kann. Arbeiten und seinen Ruf riskieren sollen. Oh. Ist okay, Josh. Weißt du warum? Nein, Sitara. Warum? Wir treffen sie da, wo es Giga schmerzt. Oh, ausbremsen wollen wir nicht. Ah, jetzt sind wir. Ja. Die Polizei ist zurück. Schießt wirklich bei dem Krach und bei der Lage noch nicht veranstaltet. Wir sind hier nicht gut! Ja, das ist so nicht. Ich komme hier nicht weg. Oh Mann. Dieses Spektakel würde ich euch eigentlich nicht mehr bieten. Ich brauche Hilfe. Bin ich jetzt zum falschen Tor gefahren oder was? Tatsache. Okay. Ihr seht, dass es nicht ganz so einfach ist, wie man sich das vorstellt. Und diese Mission fängt jetzt halt auch immer wieder an von vorne. Man kommt da halt nicht so schnell wieder raus. Ja, es fängt ja jetzt immer wieder von vorne an. Das heißt, mit euch zusammen, diese Mission muss ich jetzt ja nicht zu Ende spielen. Wichtig wäre mir halt nochmal kurz zusammenzufassen, dass es, was halt diese historische Perspektiven sind. Also einmal hat man hier diese spielinterne Geschichte auch in Verbindung mit dem Teil von Chicago vorher, mit dem Teil, der nachher bei Legion, wo es um London geht.
Dort ganz viele verschiedene stadtgeschichtliche Dinge auch, die man dort drin finden kann, über diese Apps dann eben, wo man in dem Fall die Scout-App halt Sehenswürdigkeiten finden kann mit kurzen Anekdoten dazu. In Chicago war es sehr viel mehr stark Stadtgeschichte. Ja, diese Robin Hood-Philosophie dahinter hat halt sozusagen auch Brüche in der Spielmechanik, habe ich euch gezeigt. Also dieses White Hats gegen Black Hats. Ich meine, wer so ein Chaos in der Stadt veranstaltet, ist natürlich spektakulär in so einem Spiel. Aber ob das nun zielführend ist, um Menschen zu schützen, glaube ich eher nicht bei dem Mist, den wir da angestellt haben, bei den Explosionen und Unfällen und so. Es gibt verschiedene konkurrierende Hacker-Philosophien, da sind wir jetzt auf keine einzelne gestoßen, aber man trifft auf andere, die dann auch eigene Aktivitäten mit Waffenhandel oder dergleichen haben. Manche ändern sich dann auch im Laufe der Zeit, manche Verhältnisse. Es geht halt darum, dass ein Bewusstsein geschaffen wird dafür, welche Chancen und welchen Risiken diese Technologien haben, welche Folgen der Einfluss von Tech-Unternehmen und Stadtverwaltung auf den Sicherheitssektor haben und die Verbindung mit Pharmakonzernen. Ihr habt gesehen, eben, dass wir versucht haben, Zugriff auf einen Pharmakonzern-Server zu bekommen, wo sie halt Schindluder mit den Versicherungspolicen treiben. Das heißt, es geht um eine wehrhafte Gesellschaft, die sich in irgendeiner Weise dieser Übermacht durch Informationen, aber auch durch eigene technische Fähigkeiten und Programmierfähigkeiten dann halt entziehen kann. Weitere Aspekte waren halt Versicherung, hatte ich genannt, Sicherheit. Und natürlich geht es halt auch um so eine Sphäre von Nerdkultur, Verschwörungstheorien und Polizeistaat. All das habe ich euch versucht, heute anhand der Mechaniken, anhand Watch Dogs 2 ein bisschen deutlich zu machen. Ich hoffe, das ist ein bisschen rübergekommen, was das Spiel für Potenzial auch bietet. Und nun würde ich sagen, holt euch das selbst, schaut rein, bleibt immer schön neugierig und wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht's gut, ciao.